Doku, Fußballprofi, Traum und Wirklichkeit. Doku, NDR. 45 Minuten, haben sogar auf korrekt noch in den Titel geschrieben. Umjubelt, verehrt, bewundert. Fußballprofis. Millionäre, Superstars in einer Hochglanzwelt. Wenn man mit dem, was man liebt, auch noch Geld verdienen kann, ist das definitiv schon ein Traumjob. So wie ich. Traumjob, danke euch, Chat. Danke für den Support. Für ihn wird ein Traum wahr. Jari ist Jungprofi. So besser? Schafft er den Durchbruch? Mit 19 gilt Kevin als eines der großen deutschen Fußballtalente. 10 Jahre später kickt er in der 8. Liga. Da sah er auch irgendwie gar nicht mehr gut aus, finde ich. Zeig's heute was, ne? Jeder kleine Fußballer träumt davon, Profi zu werden. Auch Michel, Torwart. 9 Jahre alt und schon ein Top-Talent. Zum Glück hat er nicht die Scheibe. Doch wie hoch ist der Preis, den Kinder zahlen müssen für ihren großen Karrieretraum? Groß. Deshalb klar, Fußballprofis verdienen vielleicht unverhältnismäßig viel Geld, aber die haben auch ihr Leben lang dafür trainiert und tun ihr Körper so verheizen, dass sie mit 30, 35, ja, quasi in Rente gehen müssen, weil sie halt fertig sind mit der Welt, ne? Und die haben auch ihre ganze Kindheit und alles trainiert. Ihr ganzes Leben halt, ne? Deck mal den Tisch. Mach mal Mädchen, Schälchen, Gläser. Als wir Michel das erste Mal treffen, ist er 9 Jahre alt. Also es geht viel um Fußball, klar, aber wir haben auch noch andere Themen. Obwohl sich die Schwestern doch schon manchmal beschweren, dass es zu sehr um Fußball geht. Er macht ja. Das Problem ist, dass nicht mal 1% schaffen, aber mal Retalk-Chat, ist das nicht mit YouTube, TikTok, Twitch und meinetwegen auch Instagram genauso? So viele Leute versuchen es, haben vielleicht auch Leidenschaft dafür, aber werden einfach nicht groß, Digga, ohne Hilfe. Ist doch genau das Gleiche. Außer Fußball sonst eigentlich. In der Musik auch. Und wenn er richtig und wichtig. In der Musik wahrscheinlich sogar noch krasser, ha? Kein Training hat, dann verabreden sie sich zum Fußball. Meine Nudeln kochen. Michel lebt mit seinen Eltern und 2 Schwestern in Holm-Seppensen nahe Hamburg. Wir werden ihn von nun an 3 Jahre lang begleiten. Oha! Der kleine Junge träumt von einer großen Karriere. Diese Dokus über mehrere Jahre finde ich immer mega krass, Chat, was das für ein Aufwand ist. Warum ich liebe Dokus. Weil Fußballspielen Spaß macht. Jede freie Minute wird gebolzt. Michel steht dann immer im Tor. Er hat Talent. Darauf ist sogar schon der Deutsche Fußballbund aufmerksam geworden. Michel bekommt dort Extra-Training. Oha, nicht schlecht. Das ist wie wenn ihr ein kleiner Streamer wärt, Chat. Und dann kommt Twitch auf euch zu und sagt, hey, du hast Talent. Du kriegst bei uns extra Unterricht, wie du ein guter Streamer wirst. Das wäre einfach sick. Da weißt du ja schon, dass du so mäßig entdeckt bist. Papa? Ich hoffe, ich knusper nicht zu laut, Chat, aber die Dinger schmecken gerade so lecker. Neben Fußball und Schule bleibt nicht viel Zeit. So lecker. In seiner Freizeit dreht sich fast alles um sein liebstes Hobby. Das Handtuch in den Farben seines Lieblingsvereins, Bayern München. Da haben wir ja gestern vorhin was geguckt. Punktspiel mit seiner Mannschaft, dem SV Holm-Seppensen. 3-mal Training und 1 Spiel pro Woche. In Michels Leben dreht sich fast alles um Fußball. Papa fährt. Und natürlich ist die Bundesliga immer ein Thema. Es geht ja noch. Also Hamburg, alle aus der Klasse provozieren mich schon. Hamburg steigt hier ab, ne? Ja, Hamburg ist auch so. Wenn Hamburg nicht absteigt, dann lache ich die so aus. Und wenn Hamburg absteigt, dann werde ich in der ersten Liga. Die steigen nicht ab. Borussia München-Gladbach. Papa auch. Michels Vater ist Berufspendler und nur am Wochenende zu Hause. Für Michel opfert er viel Zeit. Doch es soll ein Hobby bleiben, mehr noch nicht. Druck auf den Kleinen wollen die Eltern nicht ausüben. Du zeigst heute was, ne? Dafür ist dieses Geschäft viel zu viel durchsetzt mit Menschen, die nicht immer nur das Gute des Kindes im Kopf haben. Und wenn man dann hört, dass Eltern im Endeffekt nichts anderes tun, als ihr Kind dann zu verkaufen oder zu verleihen, also ich
kann ja nur für mich sprechen, aber ich kenne meine Frau ziemlich gut. Das wird bei uns nicht passieren. Das wird es definitiv nicht geben. Hey, du bist doch aber nicht. Du bist doch aber nicht oder? So. Leider dich. Heute, Punktspiel Fleestedt. Beste Mannschaft. Wird ein ganz hartes Spiel. Hey, ich denke, bin. Philipp, ihr seid die Ersten, die draufgehen. Also vor James. Wartet, bis sie kommen, spielt den Ball wieder zurück, spielt auch, nimmt auch Michel wieder mit. Der kann das wunderbar. Ne? Und Timon, ne? Erstes Ding, erste Chance, das Ding muss sitzen. Gut, habt ihr noch Fragen? Gut, auf geht's. Heute gegen den Tabellenführer wird's besonders auf Michel im Tor ankommen. Was, wie viele Ahnung die schon haben? Kein Wunder, dass man auf Michel aufmerksam geworden ist. Mittlerweile gibt es Interesse von größeren Vereinen in der Umgebung. Den hat er satt getroffen. Keine Chance. Oh, die hat, hey, die sogar der HSV und Werder Bremen haben den Neunjährigen bereits auf ihrem Radar. Michel spielt natürlich auch schon in der Perspektivauswahl vom HSV. Wir mussten das Training sogar jetzt verlegen. Wir haben immer montags trainiert, weil die dann immer Stützpunkttraining und HSV hat. Da kann man natürlich sehen, wie gut er ist. Ne? Und irgendwann wird er dann nicht mehr im Perspektivteam stehen, sondern dann wollen sie ihn auch haben. Sie sagen so mit 14 und dann wird er natürlich dann später wohl nicht mehr zu halten. Und spätestens dann werden sich auch die ersten Berater bei Familie Voss melden. Fußballschuhe haben sie genug, kosten ja nichts. Denn Jari und Nick Otto sind beide Jugendnationalspieler. Da hat man längst einen Ausrüstervertrag. Noch wohnen die hochtalentierten Zwillinge zu Hause bei ihrem Vater in Mörse bei Wolfsburg. Auch sie werden wir 3 Jahre lang begleiten. Die Zeit, die sie gerade erleben, ist vielleicht die spannendste und wichtigste in ihrem ganzen Leben. Denn jetzt wird sich entscheiden, ob ihr Traum wahr wird. Profifußballer. Wir haben jetzt unsere Abi-Phase. Da können wir eigentlich, da haben wir keine Nick Schule Otto, mehr. Bester Name. Wir können ausschlafen, gehen zum Training und lernen halt für die Schule. Und wenn das für die Schule Lernen auch noch wegfällt, und dann nur noch ausschlafen, Training, das ist eigentlich schon ein Traumleben, kann man schon so sagen. Du kannst immer ausschlafen, machst das, was du liebst. Und davon noch dein Leben zu finanzieren, ja. Das dazu noch, das ist schon geil. Kann man mal machen. Hey, Ari, lass mal abfragen. Neben dem Fußball müssen sie büffeln. Sportleistungskurs, da bleiben sie im Thema. Und ich habe noch bessere Lernzettel. Sport hat in der Gesellschaft verschiedene Funktionen. Ja. Einmal die soziale Funktion, die politische Funktion, die Gesunderhaltungsfunktion, die dem Umgang mit Erfolg, Misserfolg. Ja, wichtig ist auch der positive Umgang mit Erfolg und Misserfolg. Positiver Umgang mit Erfolg und Misserfolg. Ja. Was war das dritte? Steigerung des Selbstwertgefühls. Steigerung des Selbstwertgefühls. Die A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft vom VfL Wolfsburg. Täglich 2-mal Training. Für fast jeden hier, seit Jahren schon. Fußball ist einfach auch sehen, alle so haben das gleiche Ziel, in 2 Jahren Profi sein. Am Ende werden es, wenn überhaupt, nur einer oder zwei schaffen. Da kann schon eine Verletzung alles zunichte machen. Jari ist eine Vene geplatzt. Wann habe ich den nächsten Kontrolltermin? Dienstag. Kann der dann mir auch schon sagen, dass ich vielleicht schon laufen gehen kann oder Fahrrad fahren? Ja. Und dass sich weiterhin so gut entwickelt. Konkurrenzkampf im Team. Jeder will sich profilieren, zeigen, dass er zum Profi taugt. Nick und Jari haben es gerade schwer. Von klein auf waren sie immer die Besten. Jetzt wird es enger. Wenn es erstmalig der Fall ist, dass es ungewohnt ist für die Jungs, dass natürlich mit allem unzufrieden sind, natürlich auch Gründe gesucht werden, vielleicht auch auf den Trainer geschoben wird, was er gerne machen können. Letztendlich liegt es an jedem selbst. Jeder muss mit der Situation klarkommen und das wird gang und gäbe werden. Werden die Zwillinge sich trotzdem durchbeißen?
Er hat das alles erlebt und erlitten. Dabei hatte es Kevin Pannewitz eigentlich schon geschafft, spielte in der Bundesliga und scheiterte am Ende doch. Wir treffen ihn vor 5 Jahren. Er ist 23 und alles scheint schon wieder vorbei zu sein. Erinnerungen an eine Zeit, als er als eines der ganz großen deutschen Fußballtalente galt. Da war er so alt wie die Otto-Zwillinge, unbeschwert, noch voller Zuversicht. Erst deutscher A-Jugendmeister mit Hansa Rostock, dann mit 18 schon das erste Spiel bei den Profis, zweite Bundesliga. Kevin ist torgefährlich, macht auf sich aufmerksam. Will ein ganz großer werden. Trotzdem überhaupt mal so weit zu sein, da muss man auch mal von, das muss man auch von sich erstmal behaupten können. Vorbild, ja, Michael Ballack halt, ne? Das ist so ein, ja, was heißt Jahre, ähnlicher, ja. Aber ist halt auch meine Position und alles so. Und da schaut man auch mal, ob man sich was abschauen kann. Jetzt hat Kevin 35 Kilo Übergewicht. Mit seiner Freundin erwartet er das erste Kind. Bald muss er eine Familie versorgen und hat nun einen neuen Traumjob. Müllmann. Mülltonnen werden gefüllt, müssen geleert werden und ich hoffe, dass ich da reinrutschen kann, dass ich diese Person dann halt bin, die diesen Job machen kann. Ja, und das ist hier in Berlin ein sehr, sehr angesehener Job. Man kommt halt schwer rein, weil halt Berliner Stadtreinigung, da braucht man vielleicht 1-2 Kontakte. Nur 3 Jahre vorher haben ihm 10... Ein ehemaliger Schulkollege, Chad, ist auch Müllmann geworden. Und der hat mir dann beim Klassentreffen gesagt, dass Müllmann ein wirklich gut bezahlter Job ist und dass man wirklich, so wie er auch gerade gesagt hat, sehr schwer reinkommt, meistens nur über Vitamin B, ne? Nur über Kontakte. Der verdient gutes Geld als Müllmann und ist zufrieden. In Tausende zugejubelt. Pannewitz schießt Tor um Tor, ist der Liebling der Fans, kommt sehr schnell nach oben, zu schnell. Man war ja noch niemand, ja. Aber man fühlte sich vielleicht wie ein ganz großer. Du suchst dir dann halt 1, 2, 3, 4 Vorbilder, an denen du dich festhältst. Und das, was die machen, machst du automatisch dann halt mit. Dann habe ich mir halt einen Lebensstil angewöhnt, der vielleicht als Fußballprofi nicht so geeignet war. Alkohol, Partys, Übergewicht. So schnell, wie sie ihn hochgejubelt haben, lassen sie ihn fallen. Das ist wie Chat. Als wäre ich jetzt back gekommen auf Twitch. Euer Support, absolut insane. Ich zieh durch und mir steigt es zu Kopf. Auf einmal nicht ein schönes Auto, sondern ein richtig dickes Auto. Direkt noch ein zweites dickes Auto. Und weil es so schön ist, weil man es sich vielleicht sogar leisten könnte, noch ein drittes dickes Auto. Nicht eine Rolli, sondern gleich 3. Weil ich habe ja 3 Arme. Nein, ich habe nicht 3 Arme, ich habe 2 Arme. Da müssen sogar 4 Rollis sein. Wisst ihr, wie ich meine? Das fühlen die Fans nicht. Bis zu einem gewissen Punkt sagen die Leute, hey cool, Bruder, du ziehst durch, gönn ich dir, aber mach mal halblang. Irgendwann verliert man einfach die Sympathie, wenn jemand die Lage übertreibt. So. Mit 21 wird er in Rostock gefeuert, wegen mangelnder Disziplin. Oha. Doch damals findet sein Berater schnell einen neuen Verein. Und was für einen. VfL Wolfsburg, erste Bundesliga. Die Chance seines Lebens. Der als Schleifer berüchtigte Felix Magath will Kevin wieder fit machen. Redet aber kein Wort mit ihm. Spielen darf er auch nie. Die ersten Monate habe ich ja auch abgenommen und hatte dann mein Gewicht gehalten und das lief ja alles. Aber dann hast du 4 Monate, 5 Monate kein Spiel gemacht, ja. Und für einen Fußballer ist es sehr wichtig zu spielen. Und gerade für mich war dann 21 oder 20, 21 über das Spielen. Ja, und das konnte ich nicht. Und dann habe ich das im Kopf halt nicht mehr ausgehalten. Einmal im Monat bringen Martina und Ulrich Voss ihren Sohn Michel zur Talentgruppe Süd des Hamburger SV. Perspektivtraining. Er ist mittlerweile 10 Jahre alt. Michel bekommt hier richtiges Torwarttraining. Ja, gut geholt, komm. Beide hältst du. Ja, nicht schlimm. Nein!
Ohoho. Das ist schon was. Direkt Karriere am Boden. Besonderes für dich hier so beim HSV irgendwie mitzuspielen? Ja, schon. Ja? Ja. Ist anders das Training oder wie ist das? Ja, beim Verein ist halt kein Torwarttraining und... Chat, wichtige Frage von Streamer an den Chat. Darf ich euch noch mal ein paar Minuten voll knuspern? Darf ich noch mal knuspern? Schmeckt nämlich wirklich sehr gut. Ich lese viele Notes. Scheiße, Chat. Chat mit. Hier ist Torwarttraining und andere Keeper und so. Das Training heute wird allerdings das vorerst letzte beim HSV sein. Ganz wenig noch, ja. Ganz wenig. Michel ist aus dem Perspektivkader gestrichen worden. What? Er wird halt weiter auf dem Radar HSV bleiben, das ist klar. Und wenn er sich gut anstellt in dem Spiel, da kommt auf jeden Fall mal ein Sichter, ein Scout vorbei. Und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Mittlerweile bemüht sich aber HSV-Rivale Werder Bremen um Michel. Das freut auch seine Eltern, obwohl der Aufwand immer größer wird. Papa, wo steht dein Auto? Da hinten. Aber ich fahre ja jetzt wieder nach Leer. Mhm. Tschüss, Miggi. Tschüss, Papa. Es geht los. Bis morgen. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Spieltag. Alles vom Feinsten. Die A-Jugend des VfL Wolfsburg spielt. Jari ist noch immer verletzt. VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen, Bundesliga Nord. Nick muss auf die Bank. Oft hängt es von Zufällen ab, ob der Absprung zu den Profis gelingt. Vom Trainer etwa, von Verletzungen. Die Brüder Otto haben schon seit Jahren ein Beraterteam. Darunter Rechtsanwalt Lars Dobbertin. Wenn die Zwillinge Profis werden, profitieren alle. Warum brauchen die direkt einen Anwalt? Wahrscheinlich für die Verträge, ne? Das ist möglicherweise ein Trugschluss, dass man in einem Stadion sitzt wie hier und glaubt, man hätte es schon geschafft. Es ist auch immer so ein bisschen so eine Wette auf die erfolgreiche Zukunft, wenn man jetzt viel Arbeit reinsteckt. Klar, es ist eine Wette. Man muss, aus besagten Gründen muss man früh anfangen. Und natürlich ist es in dem Fall noch eine Wette. Man kann das gar nicht quantifizieren, ob das 50-50 ist. Bei meinem ist es wahrscheinlich 50-50, bei einem ist es 70-30, beim nächsten ist es 10-90. Es bleibt immer eine Wette, natürlich. Nick wird eingewechselt, kurz vor Spielende. Es gibt noch mal Eckball. Nicks erste Ballberührung. Tor. Er macht alles klar für seine Mannschaft. Manchmal ist es Glückssache, aber immer auch eine Frage des Willens, ob einer es schafft oder nicht. Werden Nick und Jari das durchhalten? Alt-Glienicke in Berlin, 6. Liga. Weit weg vom Glanz der Bundesliga. Die Zuschauer kann man an einer Hand abzählen. Ach du Scheiße. Hi. Mit Heft oder ja, Heft? Mit Heft. Früher kamen 30.000, um Kevin Pannewitz zu sehen. Jetzt steht er mit leeren Händen genau da, wo er als kleiner Junge angefangen hat. Chat, ab wann? Ich kenne mich wirklich gar nicht aus bei Fußball. Ich frage dann den allwissenden Twitch-Chat, falls das überhaupt bekannt ist. Also, ich glaube, gewisse Gehälter von Fußballern sind ja bekannt, ne? Klar verdienen die dann noch durch ihre Reichweite noch extra was, durch irgendwelche Deals mit irgendwelchen Marken, ne, mit irgendwelchen, was weiß ich, Schulmarken oder so. Aber ab welcher Liga, sagt man, verdient man richtig gut? Also, ich meine jetzt nicht richtig gestört viel gut, sondern, also nicht so 50.000 oder so im Monat, sondern sag mal jetzt so 5.000 bis 10.000. Wo man da ein richtig gut Verdiener ist. Ab dritter Liga. So 5.000 bis 10.000 im Monat, wo man wirklich gut von leben kann. Richtig gut. Okay, danke, Chat. Kiki kennen wir schon seit Minispieler. Ja. Er hat mit meinen beiden Jungs zusammengespielt, beziehungsweise mit den Großen. Ja. Beim Fußball klein angefangen, dann kennt man ganz viele. Ja, genau. Was sagen Sie, dass er jetzt wieder in Alt-Glienicke gelandet ist? Na ja. Hätte auch woanders landen können, ne? Ja, genau. Mit 30 Kilo Übergewicht reicht die Luft nicht. Kevin muss erst einmal auf die Bank. Ja, moin. Jede Bewegung fällt schwer, selbst das Warmlaufen. Seine Mannschaft liegt zurück. 20 Minuten vor dem Ende kommt Kevin zum Einsatz.
Er ist ein begnadeter Fußballer. Das ist bei jedem Ballkontakt zu sehen. Und mit Profiwasser gewaschen. Eine hübsche Schwalbe. Man kann es ja mal versuchen. Müsste ja wahrscheinlich hart an sich arbeiten, oder? Ja. Ja, wir müssen mit ihm gemeinsam hart daran arbeiten. Und ich glaube, der erste Schritt sollte sein, dass er hier in jedem Spiel eine gute Rolle spielt. Scheiß drauf, Männer. Egal. Montag frei bleibt trotzdem. Wir sehen uns. Kevins Karriere gescheitert. Er war dem Druck nicht gewachsen. Jetzt wird er 24 und bald Vater. Ohne Job, ohne Ausbildung. Perfekt. Wie soll es weitergehen? Wir werden ihn und seine Freundin 3 Jahre später wieder treffen. Gar keine Kritik. Ich will ja niemanden irgendwie vorschreiben, wann und wie man Kinder kriegt. Aber ich würde mir, bevor ich, man weiß ja immer nicht, ob es geplant war, aber bevor ich meine Freundin oder meine Frau geplant schwängere, will ich auf jeden Fall einen festen Job haben. So habe ich, so wurde ich erzogen. Jari und Nick Otto. Ich bin selbstständig, Chat, und klar bin ich auch irgendwo abhängig davon, wie gut es läuft im Internet, aber ich mache das Ganze jetzt schon ungefähr 10 Jahre, bisschen kürzer, also eher 9. Und ich wage zu behaupten, dass ich lang genug dabei bin, um einschätzen zu können, ob ich jetzt am nächsten Tag irrelevant werde oder ob das noch ein Weilchen so weiterlaufen wird. Darf wieder nicht spielen. Warum, weiß er nicht. Der Trainer setzt auf andere. Gründe hat er nicht genannt. Sein Bruder Jari darf ran. Beide Brüder haben zu diesem Zeitpunkt ein Angebot von Wolfsburg, Jungprofi in der 2. Mannschaft, 4. Liga. 9 Jahre davon, 7 inaktiv. So viele Jahre nicht. Ich habe 20 Jahre, 10 Jahre Jugend, 10 Jahre bei den Grün-Weißen in der 1. Mannschaft gespielt. So, dann brauche ich dazu nichts zu sagen, wo ich sie am liebsten hätte. So, aber wir haben unsere gewissen Vorstellungen, wie wir sie halt, oder sie haben die Vorstellung, wie sie halt gefordert und gefördert werden möchten. Ne? So halt irgendwo. Die Führung des Vereins würde die Ottos gern halten. Aber nicht für jeden Preis. Wie optimistisch sind Sie, dass die beiden hier bleiben in Wolfsburg? Das Thema ist völlig offen. Wir sind in offenen Gesprächen, sehr ehrlichen Gesprächen, sind beide Spieler, die wie gesagt über die Jahre hier bei uns gewachsen sind. Und deshalb sind wir da sehr direkt und ja, warten die Entwicklung und die Gespräche weiter ab. Inwieweit geht es um Geld denn auch? Also spielt eine Rolle natürlich. Natürlich, klar. Also das ist, aber wie gesagt, erstmal wird auf den Sport geschaut. So, dann muss das andere natürlich auch passen, klar. Es wird gepokert. Jari zeigt, was einen Stürmer wertvoll macht. Er köpft die Führung für Wolfsburg. Unentschieden, auch nach der Verlängerung. Nick durfte nicht eine Minute spielen. Ihn quält die Ungewissheit, wie es weitergeht. Vielleicht tut sich da noch was, vielleicht nicht. Wenn nicht, dann ist das dann halt leider woanders dann eben. So ist das Geschäft. So ist das Geschäft. So ist es. Elfmeterschießen. Jari verschießt. Trotzdem gewinnt Wolfsburg am Ende gegen Eintracht Braunschweig den Niedersachsen-Pokal. Das finde ich schon geil, wie sie sich da immer freuen. Und zusammen feiern. Für die Brüder Otto dennoch ein zwiespältiger Abend. Wo willst du hinlaufen? Ich muss mal ganz kurz runterkommen, Alter. Bei meinem Elfmeter wieder, Alter. Ja, Digga, passiert? Ja, ich weiß. Passiert? Elfmeter verschossen. Gar nicht gespielt. Das Ende ihrer Profiträume? In wenigen Wochen fällt die Entscheidung.
Das war alles zu viel. Kann auch nicht abhängig davon gemacht werden, ob man Elfmeter trifft oder nicht, oder? Und jetzt geht's Eckball für die Bayern. Noch ist Fußball Michels größtes Hobby. Aber langsam wird aus dem Spaß ernst. Ein Freund des mittlerweile 11-Jährigen hat ihren Dorfverein, den SV Holm-Seppensen, für ein besseres Team verlassen. Michi, auf Feierabend. Warum? Weil wir los müssen. Ich muss noch Tasche packen. Auf geht's. Komm. Und auch bei Michel könnten Veränderungen anstehen. Werder Bremen hat ihm Training im Perspektivteam in Aussicht gestellt. Ganz nah an Stars wie Max Kruse. Einmal schnuppern am Traumberuf. Aber auch hier gibt es nach 3 Trainingsterminen eine Absage. Ja, und hier war es einfach, dass nach diversen positiven Mails jetzt eben kam, dass sie die Entwicklung nicht mehr gesehen haben. Also als wir keine Termine mehr bekommen haben, war es jetzt nicht so sehr schlimm für mich, weil ich hatte ja immer noch DFB und Verein und das war ausreichend. Das ist keine weiteren. Kein persönliches Gespräch, kein Telefonat, nur eine kurze Absage per E-Mail. Darüber in Kenntnis gesetzt. Das ist hart. Das hört sich jetzt ja relativ nüchtern an, stimmt es? Ja, das war auch nüchtern. Also wir wussten ja immer, dass es eben jederzeit vorbei sein kann, wie bei allen Talentmaßnahmen. Aber es tut schon weh und es ist ja ein bisschen andere Art von Fußball jetzt. Also es ist nicht mehr nur einfach kicken aus Spaß, sondern es geht langsam in andere Richtungen. Tja, muss man Obwohl sehen. Obwohl sie erst 11 sind. Obwohl sie erst 11 sind, genau. Kevin Panewitz, Ex-Profi in Rostock und Wolfsburg, vor 3 Jahren abgestürzt in die 6. Liga. Wir treffen ihn und seine Familie wieder. Es hat sich viel verändert. Nilo ist auf der Welt. Umzug nach Jena und Kevin hat 36 Kilo abgenommen. Er ist wieder Energie. Profifußballer. Endlich. Hi. 3 Jahre musste sich Kevin als ungelernter Arbeiter durchschlagen. Ich habe viele verschiedene Sachen gemacht. Letztendlich war mein Hauptberuf dann hinten raus, Möbel von A nach B zu schleppen bzw. einzuladen, zu Kunden zu bringen. Und dann arbeitest du auch mal 12 Stunden anstatt nur 8. Ja. Und deswegen war das auch ein Grund, aber nicht nur der hauptsächliche Grund, halt wieder Fußball zu spielen. Weil Fußball spielen war das, was ich mal gut konnte oder einigermaßen gut kann. Er hat es ja schon öfters geschafft abzunehmen also und sehr zuzunehmen. Und das ist ja wirklich immer. Ich finde dieser Sprung sehr stabil. Ne? Manchmal, das sagt man ja, Chat, lassen die Männer sich in der Schwangerschaft ihrer Frau mitgehen, damit die Frau mit sich so mäßig nicht so schlecht fühlt. Das macht man sogar unbewusst. Da gibt es wirklich richtig gute Studien drüber, dass die Männer quasi auch einen Lenz sich machen, damit die Frau halt auch einen entspannten macht und so. Und man nimmt halt ein bisschen auch mit zu als Mann. Das ist wirklich völlig normal. Mit 30 oder 35 Kilo Übergewicht hat er vielleicht ein bisschen übertrieben, Digga. Aber sympathisch, das wahre Liebe. War wieder eine neue Herausforderung gewesen und doch, ich bin schon stolz auf ihn. Egal, was es noch kommen wird oder nicht mal kommen wird, das macht das schon gut. Er macht das schon. Carl Zeiss Jena, 3. Liga. Nicht der ganz große Fußball, aber immerhin. Nicht Kevin spoilern im ist Chat. Wieder Profi, Mods schafft sogar den Sprung in die Stammelf. Ein Tor und 23 Einsätze. Das ist viel, oder? 23 Einsätze. Er ist glücklich, wieder Profi zu sein. Autogrammstunde. Wieder ein bisschen Star. Ja, mit gerechnet hätte ich jetzt nicht. Aber umso schöner ist es, dass es so ist. Deiner, ich gebe den einfach durch. Hol dir den nachher ab. Hier steht dir der Name drauf. Süß. Hab ja, ist ja nicht meine erste Unterschrift, aber besser als arbeiten zu gehen, hä? Klar, denn nun verdient er rund 5.000 Euro im Monat nur fürs Fußballspielen. Boah, nicht schlecht. Panewitz ist jetzt 26. Sein Comeback birgt auch Risiken.
Denn wie lange er Profi bleibt, was danach kommt, ohne Ausbildung, das weiß er nicht. Jungs, kommt mal wirklich ein bisschen ran. So, ja. Deshalb, Chat, glaubt mir, ich war noch nie in der Situation, aber ich kenne 1, 2, 3 Kollegen. Na, ich werde natürlich jetzt hier keine Namen nennen. Und auch, man hört so über Hörensagen, Stories von Creatoren. Es wurmt ein, wenn man nicht weiß, was kommt danach. Na? Und wenn ihr Streamer, YouTuber, Instagram-Blogger oder meinetwegen sogar TikToker werden wollt, macht es. Ihr habt meinen Segen. Aber macht es alles mit einer gewissen, ne? Hängt euch nicht zu krass rein, vernachlässigt nicht Schule, nicht Freunde, nicht Familie und auch nicht eure Freizeit. Dass man für seine Leidenschaft und für sein Hobby viel Zeit investiert, ist völlig normal. Aber es sollte nicht alles werden. Ihr solltet nicht nur nicht mehr schlafen und dann das machen. Und wichtig auch, wenn möglich, ihr solltet eine Ausbildung machen nach eurer Schule, damit ihr einfach immer einen Plan B habt. Falls Plan A, das Creator sein, wenn es denn klappt, irgendwann vielleicht, wenn es schief geht oder halt nicht mehr reicht zum Leben, dass ihr dann immer noch eine Ausbildung habt. Das hilft euch auch zu erden, ne? Hat mir auf jeden Fall gut geholfen, Digga, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Und ich bin auch froh, die in der Tasche zu haben. Auch wenn ich sie vielleicht nie brauchen werde. Aber vielleicht brauche ich sie irgendwann. Dann bin ich froh, sie gemacht zu haben. Deshalb würde ich euch das auch absolut empfehlen. Perfekt, danke. Ja, professionell sein ist immer nicht so leicht, ja, wie sich das anhört. Man kann immer viel sagen, aber letztendlich steckt doch viel Arbeit dahinter. Ich habe Speditionskaufmann gelernt. Und klar, Chat, könnt ihr auch nebenbei studieren, aber ja, Ausbildung ist kürzer, ne, als studieren. Ich sag ja nur. Ihr solltet auf jeden Fall was in der Hand haben, falls ja, mit Stream oder so selbstständig sein und, nicht klappt. Ich war, ne? War es viele Jahre nicht. Und sich dann daran zu gewöhnen und das so zu machen, das fällt mir dann immer doch noch schwer. Nutzt Kevin seine vielleicht letzte Chance als Profifußballer? Macht's gut, Jungs. Ciao. 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 Braunschweig einig. Ich glaube, da gab es noch kein Corona. Ja. Das ist der Teil. Willst du anfangen? Ja. Fang du ruhig an. Nick Otto. Achso, da. Ja. Hier unten einfach, ne? Eine Unterschrift. Anfangsgehalt geschätzte 100.000 Euro. Die genaue Summe bleibt geheim. LOL. Genau gepasst. Wahnsinn. Ja. So. Auf gute Zusammenarbeit. Bleibt gesund. Gut. Perfekt. Nicht schlecht. Dann kann es morgen los. Ja. Haben halt echt kein wirklich sein. Ab heute haben die Otto-Zwillinge einen neuen Beruf. Fußballprofi. Die Welt ist klein und wir sind groß. Spieltag in Braunschweig. Für Nick läuft es nicht gut. Wie zufrieden die da sein müssen. Überleg mal, Chat. Du arbeitest da Jahre hin. Und das ist dein Traum und dann sitzt du da im Büro und unterschreibst den Vertrag. Es muss so ein unglaublich gutes Gefühl sein. Er ist zurückversetzt in die zweite Mannschaft. Ich habe zweimal Training gemacht, aber wir hatten gestern halt Spieltraining, sag ich mal, haben gespielt. Heute hatten wir so ein bisschen Regeneration, weißt du? Ja, wunderbar. Nur noch fünfte Liga. Och, Digga, das tut so weh. Aua. Natürlich ist man komplett vom Kopf gestoßen, so mehr oder weniger, weil das ist einfach ein Gefühl, was schwer zu beschreiben ist, muss man ehrlich sagen. Und da bringt es dir halt nicht, wenn du dann Trübsal bläst und sagst, oh Kacke, warum bin ich jetzt hier, was soll das hier überhaupt alles und so weiter und so fort. Deswegen kam da für mich auch gar nicht in Frage, irgendwie jetzt zu weinen. Das war aber auch jetzt von vornherein, war das auch nicht anders zu erwarten, muss ich ehrlich sagen. Als Verteidiger und gerade als junger Spieler und junger Verteidiger ist es noch mal schwerer, will ich sagen, im Männerbereich auch nochmal, wo Körperlichkeit auch nochmal was ganz anderes ist, sich durchzusetzen. Daumen drücken also für Bruder Jari. Hoffen, dass wenigstens er eine Chance bekommt. Dann ist es soweit. 75. Minute. Es steht 0:0. Ja, da ist Otto! Da ist das Tor! Das gibt's doch nicht! 81. Minute. Braunschweig geht in Führung. Ja!
Oh, geil, Digga. Da fühlst du dich wie Superman. Das riesige Nachwuchstalent. Bruder, wo läuft der hin? Eintracht Braunschweig zum allerersten Saisonsieg im Alleingang. Davon hat Javi schon als kleiner... Ist der gerade erstmal zu einer Milf gesprintet? Junge geträumt. Das ist mein Mann, Digga. Da gibt's auch von mir einen Daumen. An diesem Abend ist er ein Fußballstar. Zwei Tore gemacht, Digga, und er tut direkt am Fan-Image arbeiten. Hamburg-Lockstedt, eineinhalb Zimmer. War das seine Mom? Nee. Chat, was Nick labert Otto hier? Ist mittlerweile ausgeliehen vom FC St. Pauli. Zweite Mannschaft. Er ist so, Digga. Zum ersten. Zwei Tore und er macht keine Bilder mehr mit Familie, Digga. Mal ist er ganz auf sich alleine gestellt. Das erste Mal im Leben spielen die Zwillinge nicht in derselben Mannschaft. Zum Trainingsgelände des Regionalligisten sind es nur 5 Minuten. So hatte er sich sein erstes Jahr als Profi nicht vorgestellt. Das wollte ich auch am Anfang sagen, dass es auch, klar gönnt man seinen Bruder, der ist Familie, aber ich glaube, es ist auch ein Konkurrenzkampf unter Brüdern so, ne? Fußballprofi, oh geil, ich bleib die 10 Jahre lang am besten beim gleichen Verein und das war's so. Familie in der Nähe, alles klar, aber die harte Realität ist einfach, dass es einfach komplett gar nicht so ist. Logisch, ja. Neue Mannschaftskameraden für ein halbes Jahr. Ich bin nackt, hey. Stück am Rück. Spieltag, 4. Liga. Sportplatzatmosphäre mit einer Handvoll Zuschauern. Vater und Bruder Jari wissen, Nick hatte sich schon auch etwas anderes gewünscht. Statt voller Ränge in Braunschweig nun FC St. Pauli 2 gegen Lupo Martini Wolfsburg. Schafft Nick den Sprung zurück zur Eintracht? Hoffentlich. Alles, was wir durchgesprungen haben, Körper mitnehmen bei flachen Bällen. Immer wieder schauen, okay, was mache ich im Spiel? Und das versuchen wir zu tun. Okay? Und das immer mit ein bisschen Spaß. Dann packen wir jetzt alle gemeinsam mit an. Der Michel Kleine Voss ist so mittlerweile 11 Jahre alt. Als hätte er Spaß. Er gehört jetzt doch wieder zum Perspektivkader des HSV. Einmal im Monat intensives Torwarttraining. Dazu DFB-Stützpunkt-Ausbildung und sein Dorfverein. Ich fand's cool, aber war sehr anstrengend. Und ich werde jetzt an den Sachen noch ein bisschen arbeiten, die noch nicht so gut geklappt haben. Ich werde damit nicht irgendwie umgehen, aber ja. Ich finde es cool. Mehr an technischen Sachen arbeiten, ja? Ich weiß, du bist Privattorwarttrainer. Wie sieht es bei euch aus? Ja? Nee. Nein? Aber im Stützpunkt? Aber ja, im Stützpunkt haben wir einen, aber vielleicht kriegen wir jetzt im Verein noch. Okay, dann. Super. Kevin Pannewitz ist mit seiner Familie wieder in Berlin. Ja, du bist dran. Wir wechseln uns ab. Hä? Der jetzt 29-Jährige hat Zeit, mit Nilo zu spielen. Sich um seinen inzwischen 4-jährigen Sohn zu kümmern, gibt ihm Halt und macht ihm Freude. Der hat ja wieder übelst zugenommen. Was ist denn da los, Bruder? Wichtig für ihn, denn sein Profikapitel in Jena findet aus disziplinarischen Gründen ein abruptes Ende. Wer hat gewonnen? Ja, und seine Zeit als Fußballprofi ist wohl endgültig vorbei. Skandalprofi Kevin Pannewitz muss den FC Kainz als Jena sofort verlassen. Der Drittligist teilte die außerordentliche Kündigung in einer nur 3-zeiligen Presseerklärung mit. Nähere Gründe nannte der Club nicht. Pannewitz soll nach Medienrecherchen einen Fitnesstest nach der Weihnachtspause abgebrochen und dies mit einer Erkältung begründet haben. Das einstige Supertalent hat in Jena damit seine wohl letzte Chance verspielt. Man hätte die Schiene auch ganz anders fahren können und hätte sagen können, dass das quasi Jörg nicht auf mich setzt und dass er gehen kann und mir die Tür halt nicht so zuschlagen müssen, wie sie es gemacht haben. Weil danach habe ich nicht mal einen Regionalligisten gefunden. Das hat mich dann, was heißt nicht kaputt gemacht, das hat mich so ein bisschen gekränkt, weil ich immer noch gut genug war. Und wir reden hier von 4-5 Kilo. Ja? Jetzt rede ich von 40 Kilo. 40 Kilo Übergewicht. Kevin scheitert schon wieder an mangelnder Disziplin bei der Ernährung.
Nee, du wolltest ja auch mit Gastschuhe haben. Alleine fällt es Kevin schwer. Er kriegt es aber auch hin, wenn er es möchte. Aber es ist immer, ja, mal ist es. Ändert sich tagtäglich so ein bisschen seine Einstellung. Ich bin halt ein sehr bequemer Mensch, beziehungsweise ich mag es halt, so wie jeder, glaube ich, oder wie viele auch, einfach mal vorm Fernseher zu sitzen oder vor Netflix und dabei was zu naschen oder was zu essen. Es gibt natürlich auch Leute. Bin jede freie Minute draußen. Vor dem Stream mache ich erstmal 10 Kilometer Spaziergang. Sie sind so krass. Kapiwoppi Schnappi. Hey, ich esse jetzt einen Salat dazu, ja. Und ich bin halt ein Typ, der ist eine Pizza dazu. Ein Stück Banane, Milo? Jill hat einen sicheren Job bei der Polizei. Kevin kümmert sich um Milo und alles andere. Geld aus seiner Profizeit hat er nicht zurückgelegt. Wenn ich Geld brauche, dann muss ich arbeiten für mein Geld. Ja? Und das mache ich, das ist gar nicht das Problem. Und natürlich würde ich es lieber mit dem Fußball verdienen. Aber ich kann es mir selber aussuchen. Ja. Ich könnte jetzt abnehmen, ja, und könnte sagen, ey, ich kick wieder Fußball. Auch wenn es nur in der Oberliga ist oder Regionalliga. Aber da kann ich mit meinem Namen vielleicht auch nochmal gutes Geld verdienen. Im vergangenen Jahr wird er für eine RTL2-Show angefragt. Für den Sieger gibt es 50.000 Euro. Auf diese Bilder ist er heute noch stolz. Abendbrot im Abendrot. Es grillt Bundesliga-Fleischmeister Kevin. Auf dem Menü wertvolle Proteine für die edlen Körper der Stars. Kevin Pallewitz! Glückwunsch, Pallewitz. Herzlichen Glückwunsch! Es war interessant, ja, und einfach dieser ganze Ausblick, was dort war, war überragend. Und es gibt so viele Formate, Promi Big Buzzer oder Promi auch ganz normales Big Buzzer oder Haus der Stars, was ich zum Beispiel auch geil finde, würde ich alles mitmachen, weil es einfach eine geile Erfahrung ist. Und die 50.000 Euro kann er gut gebrauchen. Der sei ihm gegönnt, Bruder. Sei ihm gegönnt. Ich will jetzt auch nicht irgendwie so viel zu sagen, weil manche von euch gesagt haben, der streamt auch, ne? Da wollen wir ja jetzt nicht noch Salz in die Wunde streuen. Aber das erste Mal hat er sich's versaut mit zu viel Party machen und halt, ja, ein bisschen so fliegen mit dem ersten Erfolg. Und das zweite Mal hat er sich, oder war das sogar das dritte Mal, hat er sich's versaut wegen mangelnder Disziplin. Und dann schaue ich mir den kleinen jungen Mann an, der auch in der Dokumentation ist, der top motiviert ist. Und der kriegt dann eine einzeilige oder zweizeilige E-Mail. Oder beziehungsweise seine Mutter. Und da steht dann halt drin, ja, du wirst nicht mehr supported. Und der junge, kleine Mann hat eigentlich gar nichts falsch gemacht, weißt du? Andere haben nie eine Chance und können nie was draus machen. Und andere haben drei Chancen und machen nichts draus. Das würde ich jetzt an der Stelle so stehen lassen. Druck. Pressure. Die Zeitung. Newspaper. Stadtbezirk. Homeschooling in Corona-Zeiten. Michel Voss ist mittlerweile 14 und wir geht sind in bei die Corona 8. Angekommen. Klasse. Wie heißen die, die durch die Gegend reisen? Mit dem Rucksack, durch die Welt? Backpacker. Genau. Die Schule ist ja nicht nur Lernen, sondern es ist ja auch Leute treffen, es sind soziale Kontakte, es ist ein soziales Miteinander und das sind natürlich alles Dinge, die jetzt komplett fehlen und wo man aufpassen muss, dass es nicht zu lange fehlt. Michel hat viel Freizeit. Fußballspielen im Verein kann er wegen des Lockdowns schon seit Monaten nicht mehr. Ach, die Spielekonsole. Ich dachte, das bleibt uns erspart. Warum muss jeder kleine Pisser, der in irgendeiner Doku ist, Fortnite spielen? Ich kotz im Strahl. Oh, du ahnst es nicht. Sohle ist da eine willkommene Abwechslung. Wenn ich in der Schule irgendwie scheiße war oder irgendwie nicht so eine gute Note habe, dann ja, wird es halt reguliert. Junge Talente wie Michel drohen im Lockdown zu stagnieren. Kann er das wegstecken? Du stagnierst. Sein letzter Erfolg mit seinem neuen Verein liegt nun schon über ein Jahr zurück. Danke, Chess.
Oha. Kein Torwarttraining mehr im Perspektivkader des HSV. Keine Einladung ins Nachwuchsleistungszentrum. Und wieder keine persönliche Absage. Uns geht es einfach im Endeffekt darum, wie geht man mit den Kindern um? Und ich finde genauso, Kinder haben ein Recht, dass mit ihnen offen kommuniziert wird. Und das ist etwas, was uns im letzten Jahr ein bisschen gefehlt hat. Die Entwicklung muss jetzt im Verein sehr nett ausgedrückt von seinem Dad stattfinden und nicht mehr in diesen Stützpunkten oder so. Aber ansonsten heißt es nicht jetzt raus, immer raus. Michel hat den Verein gewechselt. Beim Buchholzer FC hat er bessere Perspektiven als in seinem alten Club. Ich habe euch ja auch mal erzählt, Chat, dass meine Eltern, die beide Extremsport gemacht haben in ihrer Jugend, darauf bestanden haben, dass ich auch viel Sport mache in meiner Jugend, weil das bei meinen Eltern und bei den ihren Eltern so zu der Erziehung dazugehört hat. Ich habe alles probiert. Ich habe Fußball probiert, Basketball, Tennis, sogar mal eine Zeit lang Schach, auch wenn ich das nebenbei gemacht habe, weil mein Mann, der hat völlig verloren. Mein Dad hat gesagt, Schach zählt nicht als Sport. Was habe ich noch gemacht? Genau, Leichtathletik. Und geblieben bin ich dann beim Schwimmen. Da war ich sogar ziemlich gut. Bin zweimal die Woche gegangen. Und mein Trainer, Ballett, piss dich. Mein Trainer war davon überzeugt, dass ich halt gut genug bin, um bei den, in Anführungszeichen, Profis mitzuschwimmen. Und der wollte mich dann in eine andere Gruppe versetzen, wo bessere Leute drin sind und wo ich noch ein besseres Training bekomme. Aber ich habe mich mit meinen Gruppenmitgliedern mega gut verstanden und ich wollte eigentlich nur ein bisschen Sport machen, um halt rauszukommen und bin ich auch einfach ehrlich, damit Mama und Papa nicht nerven. So, ich habe gute Noten geschrieben, habe Sport gemacht und dann durfte ich einfach Halo zocken, bin ich ganz ehrlich zu euch, Chat. Na, von Streamer zu Zuschauer bin ich da ganz einfach, ganz, ganz ehrlich zu euch. Ich wollte einfach in Ruhe zocken und dass Mama und Papa ruhig sind, weil ich Sport mache, sind sie glücklich und deshalb wollte ich in der Gruppe bleiben, in meinem Schwimmverein. Und der Trainer hat dann, ohne dass ich es wollte, mich in eine andere Gruppe versetzt. Zu Leuten, die ich nicht kannte, die ich auch keine Lust hatte kennenzulernen. Und was da noch dazu gezählt hat, ich hatte Schule, ich glaube es war ein Donnerstag, bis, ich weiß nicht mehr genau, 15.15 Uhr und um 16 Uhr ist mein Schwimmen schon losgegangen. Und meine Schule war ungefähr eine halbe Stunde weg. Deshalb konnte ich direkt nach der Schule zum Schwimmbad fahren mit der Straßenbahn und dann direkt schwimmen gehen. So. Und die andere Gruppe, diese bessere Profigruppe, die ist einfach erst eine Stunde später dran gewesen. Das heißt, ich musste dann immer zweimal die Woche nach der Schule eine Stunde verplempern, um in einer Gruppe zu schwimmen, auf die ich gar keinen Bock hatte. Dann habe ich hingeschmissen, nach dreimal. Und habe von meinen Eltern Verständnis bekommen. Und damit war das Thema vom Tisch. Und dann habe ich wieder ein bisschen Basketball gemacht. Ja, aber nur so auf Spaß nebenbei. Beim DFB-Stützpunkttraining ist Michel letztes Jahr auch aussortiert worden. Begründung? Mit 1,69 Meter Körperlänge sei er zu klein als Torwart. Nicht schlecht. Das fällt denn ja früh ein. Er hat nicht die Zeit für eine Entwicklung bekommen und man braucht ihm mit 13 nicht sagen, du bist technisch gut, aber du bist zu klein und ein halbes Jahr lang sagen, du musst wachsen. Also man hat ihm die Motivation genommen. Den Spaß am Fußball wird er wohl behalten. Und Ziele hat er auch noch. Also ein bisschen deprimierend. Ich dachte, die schaffen es irgendwie alle, das hätte mich mega gefreut für die. Aber der eine... Drei gescheiterte Karrieren. Bei den beiden Brüdern, einer schafft es und der andere spielt, glaube ich, in der 6. Liga. Und der Junge ist jetzt auf einmal zu klein. Bruder, was ist denn das für eine Doku, Digga? 4. oder 3. Liga vielleicht? Wahrscheinlich. Ja. Gut, weil es die wahre, ja, die harte, wahre Realität ist, ne? Auf jeden Fall nicht in der Kreisliga chillen. Ja. Also schon im Achterbahn. Profibereich noch. Ja.
Ja, sechste Liga, sowas gibt's, Bruder. Da musst du dann selber bezahlen, um da spielen zu können. Da wirst du nicht mehr bezahlt. Neuer Trainer. Regelmäßige Einwechslungen. Und wenn es perfekt läuft, trifft er auch. Sein Profitraum lebt. Nimmst du die Pille und spielst mir den langen Ball hier rüber. Okay? Okay? Machst den Weg zum Tor hin und versuchst zum Abschluss zu kommen. Okay? Jaris Zwillingsbruder Nick kickt derweil mit einem Kumpel und seinem Vater auf diesem Bolzplatz. Sein Vertrag bei Braunschweig wurde aufgelöst, wegen fehlender Perspektiven. Eigentlich spielt er jetzt beim Viertligisten Jeddelo im Emsland. Doch im Corona-Lockdown gibt es für ihn als Amateur kein Training und auch keine Spiele mehr. Fit halten zu Hause ist alles, was noch geht. Ein paar Wochen, okay, das ist dann gefühlt so eine Winterpause mäßig oder Sommerpause, alles cool. Aber jetzt so über ein, zwei Monate, das ist schon wirklich, wirklich hart. Du willst einfach mit den Jungs wieder auf dem Platz stehen, kicken. Das ist einfach auch so dieses Mannschaftsgefühl, das ist einfach was, das kannst du hier nicht, das kannst du dir einfach nicht, wenn du alleine was machst, das kriegst du einfach nicht so, wie es einfach mit der Mannschaft ist. Sein Bruder Jari darf als Profi weiter im Verein trainieren und spielen. Meistens aber beginnt die Partie für ihn auf der Bank. Ich glaube, dass man als junger Spieler halt einfach geduldig sein muss, dass man halt wirklich schnell aufgeben darf, in so einen Negativstrudel zu kommen, wenn man es dann zwei, drei Wochen lang nicht in die Startelf schafft, sondern man muss wirklich geduldig bleiben und irgendwann halt wirklich auf seine Chance warten und diese Chance, wenn sie dann kommt, bestmöglich nutzen. Die Chance nutzen, auch wenn es nur ein paar Minuten Spielzeit sind. Er bringt ein paar Eigenschaften mit, die es ihm leichter machen als vielleicht dem einen oder anderen, weil er eben eine hohe Frustrationstoleranz hat und eine große Begeisterung und einen großen Fleiß mitbekommt. Und er ist jetzt mit einigen Einsätzen schon belohnt worden und konnte spüren, wie sich's anfühlt, und hat er auch schon ein Tor geschossen. Nick kämpft verbissen weiter. Eigentlich wollte er sich in der vierten Liga für bessere Clubs empfehlen. Ausgebremst vom Lockdown muss er jetzt um seine Fitness kämpfen. Extraschichten für den ganz großen Wunsch, sich doch noch als Profi durchzusetzen. Was heißt Wunsch? Das Größte halt da oben halt anzukommen oder im Profifußball halt Fuß zu fassen. Ne? So, das ist so ein Antrieb, wo ich sage, weiß ich nicht, ob ich das früher so, weißt du, mit dem Ganzen, was dazugehört. Vater Uwe Otto war selbst Profi, unterstützt jetzt vor allem Nick, so gut er kann. Jawohl. Lars ist ja auf Diät im neuen Jahr. Ja, das ist ja nicht ganz so groß. Gehst du jetzt laufen? Ja. Der Berater der beiden Otto-Brüder ist zu Gast. An den Pandemiebedingungen kann auch er nichts ändern. Nein. Sprichst du mal mit jemandem aus der Mannschaft am Telefon? Oder? Ja, selten. Das ist eigentlich schon traurig, wenn man ehrlich ist. Ne? Du bist eigentlich in der Mannschaft und da siehst du die gar nicht. Aber ach, Chat, Nick ein wird Stück nur bis zum Sommer in Jeddelo bleiben. Ja, okay, sie schmieden Pläne, wie Nick sich wieder in den Profifußball zurückkämpfen kann, und verabreden die nächsten Schritte. Ich habe da auch wenig Hoffnung momentan. Ja. Jetzt so in den nächsten Jahren ist auf jeden Fall das Ziel, in den ersten beiden Ligen in Deutschland zu spielen. Und dieses Ziel hast du jeden Tag vor den Augen. Und das ist halt auch der Grund, warum ich auf dem Platz bin, warum ich hart an mir arbeite. Da Nick beides mitbringt, nämlich Talent, fußballerischen Talent und dieser Mentalität. Kommt beides ideal zusammen und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass die Ziele nicht zu hoch gesteckt sind, sondern... Der sieht aus wie so ein Berater von der Bank, der mir letztens erzählen wollte, warum es so unglaublich schlau ist, bei der Bank Geld anzulegen. Genau so sieht er aus, Digga. Weiterhin realistisch. Jedes Spiel von Bruder Jari gucken sie zu Hause vor dem Fernseher. Ins Stadion dürfen sie ja nicht. Sie müssen investieren, Herr QB, Sie müssen investieren. So viel Geld auf ihrem Konto. Die müssen investieren. Ich sag so, Digga, was für Geld auf dem Konto? Gehört alles dem Staat. Zap, zap, zap. Finanzamt kommt. Jari beginnt heute wieder auf der Ersatzbank. Beide Brüder haben auch mit 21 noch einen harten Weg vor sich.
kein Spiel- und Trainingsbetrieb während der Pandemie auch in der 8. Liga beim FC Ahmet. Kevin Pannewitz hat bei dem Berliner Bezirksliga-Club angeheuert. Er bekommt kein Geld. Das ist ihm aber auch nicht wichtig. Der Spaß am Fußballspielen ist die Hauptsache. Ah ja. Seit Sommer 2020 kickt er für den kurdischen Club in Berlin-Schöneberg. Sein Übergewicht stört hier niemanden. Sie sind froh, ihn zu haben. Als Fußballer wäre er jetzt mit 29 Jahren noch im besten Profialter. Und jetzt du. Hey. Super. Rein theoretisch, wenn ich jetzt in Form wäre, würde ich mir auf jeden Fall noch mal die dritte Liga zutrauen. Ob es mir das wert ist? Eher nicht, weil dann müsste ich wieder ohne Familie sein. Und mir macht es hier Spaß, ich fühle mich hier wohl. Und vielleicht spielen wir ja in 5 Jahren auch dritte Liga mit FC Ahmet. Ja, aber eher schwierig. Kevin Pannewitz ist trotz seiner verschenkten Karriere nicht unglücklich. Erstmal das eigene aber Kind er muss nun, nach 10 Jahren Profifußball und ohne Berufsausbildung, seinen Weg in ein normales Arbeitsleben finden. Ja, Tor! Ja. Genau, schöne Frau, gesundes Kind. Ist doch glücklich, da habt ihr natürlich auch nicht unrecht, Chat. War sehr interessant. War sehr interessant, macht Spaß. Ah, erst mal die Frau weggerätschen, genau. Was heißt das? Bad bitch on me, ooh. Bad bitch wanna fuck,